Mein Name ist Walter Beck. Ich bin hier der Bauhofleiter in der Gesamtgemeinde Mietingen. Und mein Aufgabengebiet ist, im Bauhof die Arbeiten zu koordinieren, Material zu beschaffen, Maschinen zu reparieren, organisieren, und habe sehr viel mit den Leuten zu tun. Ich bin jetzt seit 3 Perioden gewählter Vorsitzender in der Kirchengemeinde und seit 2000 im Kirchengemeinderat. Meine Aufgabe hier auch in Baltringen als gewählter Vorsitzender ist, den Kontakt zu halten zum Kinder- und Familienzentrum, nach dem Personal zu schauen, mit den Leuten und so weiter und so fort, mit den Familien ins Gespräch kommen. Unter anderem haben wir ja auch eine Kirche, ein Gemeindehaus, einen Friedhof zu unterhalten. Hier ist jetzt auf Höhe unserer Einrichtung vom Kinder- und Familienzentrum St. Nikolaus die gemächliche Donach mit wenig Wasser. Und wo wir jetzt stehen, war 2016 leider alles überspült und die Einrichtung stand ca. 1,10 Meter unter Wasser. Ich war gerade mit meiner Frau und mit Bekannten auf Urlaub an der Nordsee auf der Insel Hoge. Und wir hatten ein paar schöne Tage, bis uns das Internet Baltringen dann sagte, dass hier sehr stark Niederschlag ist. Unser Bürgermeister rief mich dann an und sagte zu mir, dass wir das Ort jetzt anfangen zu evakuieren. Wir hatten uns entschlossen, am nächsten Tag von der Insel Hoge mit dem Schiff wieder aufs Festland zu fahren und sind dann an dem Montagmorgen 1000 Kilometer nach Baltringen zurückgereist. Am nächsten Tag ging es dann los. Es sind dann sehr viele Freiwillige auf uns zugekommen, haben uns geholfen. Wir hatten von überall her Hilfe. Unsere Leiterin hatte dann schnell die Idee, dass wir die Kinderbetreuung weiterführen in Kleingruppen, so gut es geht, im Gemeindehaus, im Musikerheim, im Sportheim. Wir haben dann alle zusammengeholfen und jeden Tag ging es dann besser. Es motiviert mich, macht mir Spaß, die Zusammenarbeit mit der Kirche, mit der Gemeinde und mit den Leuten.